Hallo zusammen, heute möchte ich euch zu einem weiteren Video von mir zu Solus begrüßen. Solus ist in Version 4.5 erschienen. Neu dieses Mal eine ISO mit dem XFCE Desktop, die möchte ich mir dann auch herunterladen und mir kurz ansehen. Ansonsten wie gewohnt eine ISO mit dem Budgie Desktop, mit dem GNOME Desktop und auch mit dem Plasma Desktop. Die XFCE ISO ersetzt zukünftig die ISO mit dem Mate Desktop. Dann lade ich mir das Ganze mal herunter. Und habe das auch schon mal gestartet. Eine weitere Besonderheit hier, jetzt gibt es nicht mehr den von Solus entwickelten Installer, sondern wir haben jetzt den Calamares Installer. Hier muss ich auch nicht recht viel mehr dazu sagen. Hier können wir dann unsere Festplatte direkt partitionieren. Vorher ging das nur mit Gbatit. Ich lasse das Ganze jetzt so wie es ist. Klicke hier einfach auf Weiter, lege den Benutzer an. Benötige jetzt allerdings auch kein Passwort mehr mit mindestens 6 Zeichen und klicke auf Installieren. So, und jetzt denke ich, bevor wir uns das System an sich mal ansehen, warte ich, bis die Installation abgeschlossen ist. Bei Solus geht das Ganze ja immer relativ zügig. So, die Installation ist beendet. Wir bekommen hier keinen Hinweis, dass wir direkt neu starten können. Dann machen wir das Ganze eben aus dem System heraus. Das automatische Einloggen hat nicht funktioniert. Ich darf hier mein Passwort vergeben und so wie es aussieht, dann erst einmal die Auflösung anpassen. Dann mache ich das Ganze mal kurz. So, und Solus XFCE ist installiert. Ja, auf dem ersten Eindruck haben wir einen aufgeräumten Desktop, haben hier nur den Papierkorb als Icon und den persönlichen Ordner. Wie gewohnt. Unter XFCE ist es hier Tuna, sonst das Whisker-Menü. Ja, mir gefällt das immer nicht, wenn das rechts ist. Ich drehe mir das kurz um, gehe hier auf Eigenschaften. Die Hilfe brauche ich nicht, die Beschreibungen auch nicht. Dann die Kategorien auf der linken Seite. Und jetzt noch unter Verhalten beim Darüber bewegen. So gefällt mir das Ganze schon mal etwas besser, aber das ist Geschmackssache. Unter Büro LibreOffice ist hier mit vorinstalliert, nachdem Solus ja ein Rolling ist, denke ich, kann man davon ausgehen, dass es sich hierbei immer um eine sehr aktuelle Version handelt. Dann haben wir unter Grafik nur den XFCE Bildbetrachter, unter Internet Firefox Thunderbird. Und das System dann Gbatit, um die Festplatten partitionieren zu können, das Software Center und das Terminal, dann Unterhaltungsmedien, ein einfacher, leichtgewichtiger Medienplayer, erfüllt seine Zwecke voll und ganz und sieht meiner Meinung nach auch nicht mal schlecht aus. Unter Zubehör, ja, auch nichts weiteres Außergewöhnliches. Öffne ich kurz mal das Software Center, das ist aber nach wie vor beim Alten geblieben. Ich finde das hier sehr übersichtlich. Flatpaks oder Snaps können wir hiermit nicht installieren. Das ist vielleicht der einzige Nachteil bei Solus. Ansonsten eine wirklich sehr einfache Distro. Wir bekommen hier auch Updates angezeigt. Das Fenster etwas vergrößern. Ich lasse die mal kurz installieren. Bei Solus geht das eigentlich alles sehr, sehr schnell. Schon installiert, jetzt installiere ich mir kurz NeoFetch, lass das auch gleich mit installieren. Nochmal kurz zurück, also hier nach Kategorien eingeteilt, dann unter Installiert, alles was schon installiert ist, Drittanbieter, gibt es dann einiges an Software, untersuchen, hier kann man dann suchen, was man möchte. Was es hier nicht gibt, ist zum Beispiel OnlyOffice. Es gibt auch kein WPS Office mehr. Das Ganze müsste man sich dann über Flatpaks installieren und unter Einstellungen. Hier hat die Übersetzung nicht funktioniert. Stündlich Updates. Ich mache das Ganze einmal in der Woche. Öfters kommt bei Solus auch kein Update. Also von dem her sehr, sehr schön. Öffne ich kurz das Terminal und starte NeoFetch. So habe ich jetzt mal etwas vergrößert das Fenster.
Wir verbrauchen jetzt 723 MB an Arbeitsspeicher, also das ist sehr gut, finde ich. Haben im Ganzen 714 Pakete vorinstalliert. Also bei Solus, selbst mit dem GNOME Desktop, wenn ich mir alle Software einrichte, die ich benötige, bleibe ich meistens unter 1000 Paketen. Kernel gibt es mittlerweile einen aktuelleren, ich glaube, ich ist im Moment bei 6.6.10, aber ganz ehrlich, das ist einfach aktuell. Ich finde auch vom Aussehen her, das dunkle Thema gefällt mir. Mal kurz schauen, was hier mit vorinstalliert. QGIS oder GIR, wie auch immer, ist hier als GTK-Theme installiert, dann Papyrus als Icon-Themes, Schriften okay. Also auf den ersten Blick sehr gut gemacht. Mir hat Solus schon immer gefallen. Es ist eine einfache und ressourcenschonende Distro. Dann soll es das Ganze schon mal wieder gewesen sein. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr davon hält. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe doch, bis zum nächsten Mal.